Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat gefordert, dass sich der russische Präsident Wladimir Putin wegen des Angriffs auf die Ukraine vor Gericht verantworten müsse. Entsprechend äußerte sich Selenskyj in Den Haag in den Niederlanden, wo er unter anderem den Internationalen Strafgerichtshof besuchte. Der Aggressor müsse die ganze Macht der Justiz zu spüren bekommen, forderte Selenskyj. Während für die Welt im russisch-ukrainischen Krieg der militärische Sieg im Vordergrund stehen möge, sei für das ukrainische Volk die Gerechtigkeit ein Sieg, sagte der ukrainische Präsident vor dem niederländischen Senat. Kein Aggressor wird jetzt denken, dass er die Werte unseres Europas im Feuer der Aggression verbrennen kann. Für Russland schien Europa schwach zu sein. Nun, jetzt versucht Russland herauszufinden, wie es seine eigene Schwäche verbergen kann. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Den Haag, eine Stadt, in der die Welt mit dem internationalen Recht verbunden ist, zu einem echten Zentrum der Gerechtigkeit wird. Gerechtigkeit im Namen all derer, die unter Aggressionen und anderen internationalen Verbrechen gelitten haben. Dies ist das Jahr unserer Zusammenarbeit mit Ihnen. In the name of all those who suffered from aggression and other international crimes. This is the year of our cooperation with you. Der niederländische Premierminister Mark Rutte erklärte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Selenskyj und dem belgischen Premierminister Alexander De Croo in Den Haag, dass die Niederlande die Ukraine uneingeschränkt unterstützen werden. Russland könne den Krieg nicht gewinnen und müsse für alle Verbrechen und das Unrecht, das es dem ukrainischen Volk Tag für Tag zufüge, zur Rechenschaft gezogen werden.